Ja, die haben seit 2014 alle möglichen Dinge eingeführt, die wir eigentlich auch haben können. Progressive Stromtarife, dass die obersten Verbraucher die ganzen Zusatzkosten des Stroms zahlen müssen. 80% kriegen übrigens keinen höheren Stromtarif in China. Es sind nur die obersten, die sehr hoch belastet werden. Importsteuern auf Kohle, Effizienzstandards für Kraftwerke, strengere Umweltstandards für Kohlekraftwerke, zum Beispiel Quecksilberregelung, die wir, soweit ich weiß, noch nicht haben. Ne? Quecksilber ist ein Schadfaktor von Kohlekraftwerken, der erst in den letzten Jahren überhaupt bekannt geworden ist. Und es ist gewaltig, das Problem. Das ist in China zuerst geregelt worden. Ne? Und wir könnten vieles davon mittlerweile nachmachen. Wir können auch nachmachen, dass eine Politik sagt, okay, wir haben den Faktor lange begünstigt, das war ein Fehler, jetzt fahren wir ihn zurück und wir machen das möglichst geordnet. Wir sehen, dass die Arbeitsplatzverluste sich in Grenzen halten und all solche Sachen. Das haben wir noch vor uns. Ne? Wir sind weit davon entfernt, so weit schon zu sein. Wir planen keine Rückführung der Braunkohle bisher. Ne? Das macht man in China. Insoweit können wir von China lernen.